Du hast gestern gut geschlafen. Guten Morgen. Oh, heute geht's weiter. Ich konnte nicht mehr schlafen. Und dann bin ich um 5 doch wieder eingeschlafen. Das ist immer so, dass ich es nicht tue. Das ist schlecht. Ja. Also, Salvador Dali muss heute verpackt werden. Salvador Dali ist verkauft. Habe ich auch lange gehabt. Ja. Stimmt. Das klingt interessant. Du. Hast du geguckt? Nein. Du. Ich schon. Ich immer. Ich guck's immer. Du hast eine Puppenkamera. Gleich, Pups. Ja, gut, du, wir gucken, ob es hochgeladen hat, muss ich mal schauen. Die maßregelt mich, meine Schwiegermutter. Das Video wurde nicht veröffentlicht. Warum nicht? Ich habe da erst ein Video gemacht. Jungs, neues Video ist da. Tada! Oh, ich habe es einfach nicht veröffentlicht. Tja! Was für ein panischer Start in den Morgen. Ja. Auto war noch voll von gestern, Eike. Das habe ich alles vergessen. Das sieht da natürlich alt noch aus. Ja, und jetzt müssen wir zur Tankstelle und Frühstück noch holen für Nuki. Nukutsch. Dann fahren wir zur Schule. Ja, liebe Leute, wieder mal starte ich den Versuch im Auktionshaus irgendwas zu besichtigen, irgendwas Schönes zu finden. Ich brauche ja nicht mehr. Ja. Aber irgendwie ist das wie eine Sucht. Wenn man immer noch mal angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören. Macht aber auch Spaß. Man geht hin, man schaut sich die Sachen an, da findet man schöne Sachen, wo vielleicht auch andere nicht genau wissen, oh, was das ist und so. Und man lernt ja auch immer dazu. Das ist das, was ich immer sage. Das ist, jedes Mal lerne ich auch dazu. Bildungsprogramm ist das quasi. Was war hier heute? Heute war irgendwas Technik, glaube ich, irgendwas Interessantes. Ich weiß ja nicht mehr. Ich habe den Katalog ja nicht im Kopf. In letzter Zeit so viele Kataloge mir angeguckt. Und Ergebnislisten. Das ist ja auch immer wichtig, die Ergebnislisten studieren aus den Katalogen, ja, aus den Versteigerungen. Es ist ja nicht so wichtig, was die anbieten und wie sie es ansetzen, sondern wie es weggeht dann natürlich am Ende. Und zwar in Auktionen, nicht bei eBay. Bei eBay kann man sich das natürlich auch verkaufte Artikel angucken immer. Und so, und dann weiß man, wie es bei eBay gehandelt wird, also was man mit Sicherheit bekommt. Aber wenn man wissen will, was das wirklich, was das bringt bei Leuten in Auktionen, in Auktionshäusern, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Das kann man mit eBay kaum vergleichen. Also bei gewissen Sachen. Es gibt natürlich Dinge, die sind gleich. Die kosten überall gleich. Aber eben, ja. Ja, je nachdem. Auktionshaus in München hat bessere Preise natürlich als ein Auktionshaus in Berlin. Also erzielt bessere Preise. Und Berlin haben sie bessere Preise für die Käufer. Zum Beispiel. Mensch, Kinder, ich sage euch. Also ich habe gekauft. Ich habe mich wieder hinreißen lassen. Haushaltsregale. Ein Haufen Zeug bei, offensichtlich auch von einem Auktionshaus, was in Berlin geschlossen hat, seine letzte Auktion hatte. Und da haben sie dann die Reste hingekarrt aus dem Auktionshaus, haben sie wohl geräumt. Alles. Restanten und alles sowas. Also alles, was übrig geblieben ist, mal bei anderen Auktionen und so eine Scheiße. Habe ich jetzt ein bisschen Kram. Ich habe eine Stolle gekauft. Ein bisschen Kram. Regenschirm für einen Sonnenschirm vielmehr fast schon. Für Anouk habe ich gekauft, einen hübschen. Sehr verziert, sehr schön. Also wirklich edel, so ein Damenschirm. Denn so ein altes Barbie, so einen alten Barbie Camaro. 70er Jahre wahrscheinlich. Wird der Ursachen. Echt gut gekauft. Fand ich gut. Mit Windschutzscheibe ist ja alles dran. Oh, ich zeige euch alles noch Beute heute und alles für wenig Geld, finde ich. Also insgesamt gesehen wenig Geld. Naja, den sehe ich aber nicht mehr, du, ich weiß nicht. Paul, sehen wir in letzter Zeit ja nicht mehr. Den ganzen Winter über ja nicht mehr gesehen. Ja, mal gucken, ob der noch rumläuft. Ich hoffe ja.
Ist ja auch ein Original, der hört schon dazu. Ja, naja, so trotzdem. Das Bubel. Das ist schon klar. Buschmanns, ein anderes Auktionshaus, die hat ja aufgehört. In Berlin wohl. Und ihre Reste. Und ey, die haben hier räumt, offensichtlich eine Räumung. Räumungsgeschichte. In den Laden geräumt. Er ist ein Träumer. Das ist ein Museumskurator. Der hat noch andere Preise im Kopf, zum Bügeleisen. 1 Euro. Hab's ausprobiert, es funktioniert. Das ist sein Lieblingsspruch. Ich hab's ausprobiert, es funktioniert. Oder was sagt der auch so schön? Jugend forscht. Jugend forscht, nach System Jugend forscht. Habe ich ausprobiert und es funktioniert. 1 Euro. Wer bietet 1 Euro? Ich werde es nicht vergessen. Hat er da 5 Minuten erzählt über das Bügeleisen, dann hat es keiner gekauft für 1 Euro. Nein, der war nur Enthusiast. Ich bremse auch für Bügeleisen. Liebe Leute, was ich euch zeigen wollte, ist ja, was ich gekauft habe. Weil ich bin ja selber stolz auf mich. Ich habe einen Elektronikkalkulator gekauft. Ja, wir werden viele denken, was ist das denn? Hab ich mir gedacht. Ach ja, sowas gab es mal. Ja. Früher gab es mal Elektronikkalkulatoren. Heute sind die Dinger einfach nur Taschenrechner. Oder auch im Englischen, wie nennt man sowas? Calculator, einfach nur. Das hier ist aber ein Elektronik-Calculator. Das Next Level. Step up. Das ist die Vorstufe zum PC. Das ist quasi der Zuse 6 oder so. Der Zuse 1 ist es nicht. Aber der funktioniert nur mit Röhren. Ein bisschen fortglühen eine Weile. Da muss man eine Weile warten, bis der startet. Tatsächlich. Schlecht bei der Mathearbeit. Schlecht beim Schummeln, schnell mal, wenn man da eine Sekunde schnell mal noch ein Ergebnis braucht. Der Taschenrechner ist noch nicht warm gelaufen. Genau, musst du erst noch warm heizen, das Ding. Und dürfte aber einer der letzten sein. Müsste so, ich will sagen, die 70er Jahre, vielleicht 60er Jahre sein, das weiß ich nicht. Auf alle Fälle ist es ein Sharp. Den putze ich jetzt hier gerade, weil der hat ein bisschen Kellerstaub angesetzt überall. Und was ich heute gekauft habe? Schogetten. Schogetten. Und auch mit Kellerstaub. Aber? Eine neue Edition mit, also Luftschokolade. Ich hab die gibt's doch, Ero, diese Ero-Schokolade. Ja, genau, Ero heißt die. Ja, genau. Aber ich habe die schon ewig nicht mehr gesehen. Ich habe das als Kind nicht sehr gerne gegessen. Die habe ich nie gerne gegessen. Nee, warum nicht? Nee. Das war so fluffig. Ja, fluffig, genau. Caution, when cleaning the cabinet, do not use a wet rag or any organic solutions. Ja, du sollst ja kein Benzin hier reinkippen in den Rechner, sagen sie. Feuergefahr. Hast du den Salzstreuer bei dir? Nee, tatsächlich nicht. Nee. Also, ich bin ja echt gespannt, ob der auch wirklich noch rechnet. Angehen tut er, die Röhren, wie gesagt, funktionieren. Sollte der nicht rechnen. Aber ob der die Schaltung noch macht. Weiß ich nicht. Aber wenn nicht, ist es ein schönes Nachtlicht. Auf alle Fälle, weil die Röhren, die scheinen ja so schön. Genau, ich sehe nur, dass hier alles von Fingernägeln abgetackert ist. So richtig Klinken drin. Also was Steuerliches, meine ich. Buchhaltung, jetzt habe ich es. Erstmal präsentiere, ich präsentiere das Gewehr. Achtung, hier. Das ist Zuse. Das ist die Zukunft. In der Vergangenheit war das die Zukunft. Muss man sich mal vorstellen auch. Das ist also ein Sharp Compet 22, Modell CS-22A. Sharp made in Japan. Also diese Rechenmaschine ist ja wohl der Hammer, oder? Ist doch Wahnsinn, ey, vor allem diese Röhren da drin. Viele kaufen ja diese ganzen alten Geräte auf. Also da hält es ja jetzt nicht mehr viele davon, aber als die noch ein bisschen öfter, ja. Und löten einfach die alten Röhren raus. Weil diese Röhren, die gibt es ja nicht mehr. Die stellt ja keiner mehr her. Funktionstest machen wir später. Was hat der Tommy noch gekauft? Ja, ein Regenschirm. Oder ein Sonnenschirm, wie ich sagen. Aber am geilsten ist ja wohl die Barbie, wa? Der Barbie. Die Starvette von Barbie. Ist das geil? Mit super Slick-Reifen. Ich wollte die 90er Barbie. Ist die 90er? Nee, von wann ist das? Das müsste 70er sein. 76.
Von 1976. Achtung, ich packe aus. Zeitreise. Ich packe aus. Als Barbie noch Corvette gefahren ist. Echte Autos und nicht irgendwelche Fantasiemodelle. Und was sehen wir hier? Das wurde schon mal versteigert. Buschmanns, Auktionsnummer Buschi. Lenkrad ist drin, Aufkleber sind noch dran. Barbie fehlt. Und Frontscheibe ist da. Die kriegt's was nicht hin. Richtig. Weil es will es auch nicht kaputt machen. Am Lenkrad ist eh eine Speiche gebrochen. Da, jetzt ist es drin. Schnell mal repariert. Nee, das war ja noch nie zusammengebaut. Aha. Zwei Speichen sind leider gebrochen vom Lenkrad. Ach, das war noch nie zusammengebaut. Die sind alle hier noch, die Teile original. Was? Schau doch mal. Barbie Star Wet. Star und Wette. So, die Sidepipes an der Seite angedeutet. Habt ihr die hier auch? Tada. Fakt ist, geiles Spielzeug auf alle Fälle. Kann man kaufen. Habe ich auch gekauft. Barbie. So, dann jetzt weiter. Was zum Basteln für Marlies? Das ist ein alter Weihnachtskalender. 1, 2, 3. Ach so, stimmt. Sehr süß. Ja, da fehlen ein paar Türchen. Oder so. Hier, das fand ich auch toll. Dann habe ich ein Kartenspiel gekauft. Das ist nochmal ein Kartenspiel, aber interessant ist die Werbung drauf. Phoenix-Reifen. 15 Euro. Phoenix-Reifen, Haribo. Das ist auch aus Amerika, die Fahrradreifenfabrik. Hamburg-Harburg waren die. Auch gekauft. Hier. Das ist das Beste. Josef Kruse, Paderborn, Katalog 1960-61, 50 Jahre Josef Kruse. Da sind Bergsieger-Fahrräder drin. Top-Katalog, Top-Zustand. Flora-Brillant-Fahrräder. Bergsieger-Rekord. Bergsieger-Spezial. Richtig schöne Abbildung. Und Mopeds. Rabeneig. Oh. Und Zubehörteile. Das ist natürlich ein schöner Katalog. Schutzbleche, Moped-Gabeln, Teleskopgabeln. Alles noch drin, alles noch dran. Bestelllisten, alles drin. Dann habe ich gekauft, das ist wahrscheinlich das Beste heute, eine kleine wertige Box. Da kann man noch leicht Sony drauf erkennen. Fand ich gut. Guck mal, hab ich noch nie gesehen. Dumm. In Gold, die Gold-Edition. Wie neu. In Schachtel mit Pflegeset, allem drum und dran. Kriegst du ja nicht raus, so neu ist das. Da ist nichts dran. Guck mal, der Plakette hinten. Aufgeschraubt, die Plakette. Ich habe noch nie gesehen, dass bei Sony die Plakette hinten, die Typenbezeichnung, aufgeschraubt ist. Ist eine absolut Special Edition. Das ist wahrscheinlich das Beste heute. Mit hier hinten drauf ist noch der Hinweis. Ganz wichtig für die Kassetten, wie man es benutzt. Und hier ist die Beschreibung. Inklusive Tupfer, guck mal. Inklusive der Tupfer zum Tonkopf reinigen. Ein Original von Sony Head Cleaning Tips. Original verschweißt. Ja, und dann... Jetzt helfe ich mir selbst. Campingbus selbst gebaut. Typ 2. So wird's gemacht. VW-Bus. Jetzt helfe ich mir selbst. VW-Bus. Benziner ab Oktober 82. Reparaturleitfaden Volkswagen Transporter. Oh, die geilsten Bücher. Ever. Jetzt helfe ich mir selbst. VW-Bus. Benziner ab Oktober 82. Neu. Mit noch mehr Praxis. Wer kennt sie nicht? Aber VW-Bus immer wieder ja genommen. Ja, das war's. Das war's, was ich gekauft habe. Und jetzt hat sie geklingelt. Oh, Sturm so, ja. Post. Mal gucken.
So, wir kommen zu den ersten Ergebnissen hier. Also. Der Ringo und Annette schreien. Wie schon erwähnt, erste Reparatur wird Reifenwechsel sein, erste Amtshandlung Pumpe ausleihen. Schauen wir mal. Nebst ne Mack. Am Ende nebst ne Mack. Ne Mack. Ne Mack. Der YouTube, du. Ich kann so gar nichts sehen. Muss mich ja umsetzen. Na, umsetzen. Da müssen wir uns alle umsetzen. Ja, der Philipp Sell schreibt, Schlauch. Das ist aber ganz, ganz weit aus dem Fenster gelehnt, oh Schlauch. Schreib nicht zu viel. Ja. Aber wahrscheinlich wird es so sein, ne? Als erstes will einer eine Pumpe ausleihen. Ganz genau. Dann Schlauchwechsel. Hollandrad. Was? Ne. Brustmeier hat ihn besuchen kommen. Genau, und Wolle kommt. Tagesaktuell im BZ. Ganz genau. Genau so wird es wahrscheinlich sein. Trail. Schlauchwechsel. Wolle kommt mit der Zeitung. Ja, genau. Der ist da fest im Tagesplan schon mit integriert. Wolle ist integriert, aber Wolle wies auch schon Bescheid. Wolle kommt 100 pro. Mit dem Mat bestimmt, dass ich rote Kreuze im Kalender abgestrichen. Nö, ist das Lager. Du Marco hier, Marco Velo-Freund, ja? Also das ist das Lager bei dir. Du hast ja so ein Holotech 2 Lager drin, also wie ich das sehe. Das müsste ja Holotech 2 sein. Und bei dem Lager, Rahmen, Gabel, Anbauteile, ja, da steht nicht viel, ne? Lieferumfang, ein Fahrrad. Schön beschrieben, ein Fahrrad. Oh, weißt du, was du Rahmen, kriegst? Laufrad, Felgen. Kugelsatz, FSA Komet. Da ist aber FSA-Lager drin. Das ist aber was anderes. Hält vielleicht auch besser FSA. Früher war FSA mal richtig gut. Heutzutage bauen die bestimmt auch Billigteile. Santur, hast du gesagt, ist da drin, ne? Also wenn es ein Holotech 2-Lager ist, dann ist das Lager mit Sicherheit kaputt. Manchmal nicht mal das Lager, sondern diese Lager, diese Laufbuchsen da. Die sind kaputt. Diese Plastikschalen. Das ist ja nur Plastik. Und Jans, nur das Lager ist Metall und drumherum ist ja Plastik und weichet Aluminium. Du hast letztens schon festgestellt. Beim BMW war auch alles nur noch Plastik. Zack, Klappe zu, Affe tot. Das war auf alle Fälle die Kurzkommentarversion, was jetzt an Kommentaren gerade da war schon. Jetzt wird gearbeitet. Gleich. Jetzt esse ich noch eine halbe Brötchen, dann wird gearbeitet. Du, Funktionstest, Kalkulator. Also, 8 mal 7 gleich 56, schön. Mal 10 gleich 50, schön. Mal 10 gleich 500 mal 10 gleich 5000. Das ist das Ziel, du. Wahnsinn. Funktioniert das Ding? Also, das Ding läuft richtig gut und ich hab das nirgendwo gefunden, das Teil. Anouk erklärt jetzt, wie entsteht Reh. Die Sonne scheint auf das Wasser, dann verdunstet es, es steigt in die Höhe und in eine Wolke. Dann kommt es in was für eine? Kalte Luftschichten, dann geht es in eine Wolke. Es wird zu einer Wolke. Es wird zu einer Wolke, dann bilden sich immer mehr Wassertröpfchen und immer mehr und dann kann die Wolke das immer nicht mehr halten. Und was passiert dann? Dann mit den Tröpfchen? Die Wolke kann sich mehr halten und dann regnet es. Fallen sie wieder runter. Ja. Muss man das so sagen, fallen sie wieder runter? Ja, fallen auf die Erde. Niederschlag. Steht hier auch sogar Niederschlag. Au, meine Ohrringe.
Das hast du sehr gut erklärt. Finger weg von den Ohren. Erkläre, wie Wind entsteht. Oh, 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 oh. Wind entsteht aus Luft. Ja. Warme Luft steigt nach oben. Sag mal. Warme Luft steigt nach oben. Luft mach ordentlich bitte. Ja. Kalte Luft sackt nach unten. Ja. Kalte Luft. Wie ein Fahrstuhl ist es. Nach unten. Das soll ich vorstellen. Wie so ein Paternoster. Dadurch besteht Entwegung. Entwegung? Was denn das? Also, die Sonne scheint auf das Wasser. Wasser erwärmt sich und verdunstet. Steigt nach oben in die kalte Luftschicht, wird es zur Wolke. Es sammelt sich immer mehr verdunstetes Wasser zu großen Tropfen und es fällt dann wieder als Niederschlag auf die Erde zurück. Ich will dir nochmal sagen, nenne drei Möglichkeiten. Na komm. Nenne drei Möglichkeiten im Haushalt Wasser zu sparen. Eine meiner leichtesten Übungen. Bitte. Geschirrspüler. Waschmaschine. Regenwasser sammeln, was ich nie mache, aber es steht dann nun mal. In einer Tonne. Okay. Warte, nur einmal spülen. Nenne drei Orte, an denen du zu Hause Wasser verbrauchst. Badezimmer, Küche, Waschküche. Hey, das ist schon alles. Wir haben keine Waschküche. Aber es steht da. Ja, du musst nicht das auswendig lernen, weil da steht, du kannst so deinen Kopf anstrengen, selber was ausdenken. Wie viel Prozent? 70 circa. Nein, 71. 71% und wir sind auf dem Weg der Verschlechterung. Ich würde eine 1 schreiben. Ja, dann musst du ein bisschen klug scheißen, dann musst du ein bisschen besser sein. Du musst ein bisschen schlechter. Wisst ihr, eine 1 gibt es nicht für auswendig. Warum ist Wasser so kostbar? Weil alle Lebewesen es zum Leben brauchen. Welche? Tiere, Pflanzen, Menschen. Okay, ich frag dich noch einmal. Nenne die drei Zusatzformen von Wasser. Zustandsform. Ja, bitte. Zustand ist Eis, ist Wasser und es ist Wasserdampf. Richtig. 1+. Nee, 6. Wasser bewegt sich in einem Kreislauf. Erkläre den Wasserkreislauf kurz. Richtig kurz. Und? Sonne, Wärme, Dampf, kalte Luftschicht, Wolke, mehr Wasser. Tropfen, mehr Wasser? Große Tropfen. Schwere Tropfen. Schwere Tropfen, Niederschlag. Tropfen. Das war zu lang. Ich habe das in einzelnen Schlagwörtern erklärt. Okay, weiter. Wie kannst du Wasser in Wasserdampf verwandeln? Oh, erwärmen. Eine ihrer leichtesten Übungen. Spocky. Na gut, okay. Gut, wir beenden jetzt die Session. Wir machen morgen weiter und hoffen, dass das eine 1 wird bei Malis in der Arbeit. Es gibt's. Bei Anouk, naja, müssen wir nochmal schauen. Aber Malis werden wir hinschicken. Die verkleiden wir als dich. Sieht komisch aus mit dem dicken Bauch, aber. Ich gehe einfach mit dem Faschingskostüm machen. Ja, genau. Es geht. Ich verabschiede mich schon nebenbei mit dem Würstchen treiben hier hinten. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Vlog. Es ist nicht mehr lange Zeit. Dann bin ich im Laden. Und eigentlich freue ich mich schon richtig drauf. Morgen ist zum Beispiel Mittwoch schon. Da fahre ich nur einliefern frühs ins Auktionshaus mit Lumi. Lumi kommt dann wieder mit. Und danach bin ich im Keller. Wie machen wir es dann bei Fahrstuhl? Keller. Also bis morgen. Macht's gut. Ciao. Euer Tommy und Familie.